Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Börsianer, herzlich willkommen zur Börsianer Roadshow in Linz. Ja, ganz so spielt es das natürlich nicht. Wir hätten Sie an dieser Stelle im Normalfall in der voestalpine Stahlwelt begrüßt. Heute machen wir das Ganze virtuell. Ich glaube, bei diesem Wetter gibt es ja fast nichts Besseres, als über Börse und Investments zu diskutieren. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Dominik Heuers. Ich bin Chefredakteur des Finanzmagazins Börsianer und ich werde Sie die nächsten 60 Minuten durch das Webinar führen. Ich habe doch gesehen, wir haben einige neue Namen und Gesichter unter den Teilnehmern. In diesem Sinne darf ich Ihnen ganz kurz erzählen, um was es heute geht. Es geht bei der Börsianer Roadshow darum, gemeinsam Marktmeinung zu identifizieren. Wir haben ein paar Themen mitgebracht. Wir haben unser Aufhängerthema, das Thema Inflation. Wir werden vielleicht ganz kurz einmal das Thema anstreifen, 100 Tage Joe Biden als US-Präsident. Es geht natürlich, wie genannt, darum, Investmentideen zu identifizieren. Ich glaube, wenn wir den Herrn Klauser später hören werden, das Thema Impfen könnte ein kurzes Thema werden. Und wir werden in der zweiten halben Stunde uns intensiv der Investmentstory der Palfinger AG annähern. Ja. Wir machen das eben in zwei Runden. Erste halbe Stunde Marktmeinung, zweite halbe Stunde Investment Story. Ich darf an dieser Stelle unsere Experten begrüßen. Ich beginne und starte bei Andreas Klauser, CEO der Palfinger AG. Für ihn wäre es heute ein Heimspiel als gebürtiger Oberösterreicher. Er hat mir gerade verraten, er wohnt immer noch am Mondsee. Hallo, Herr Klauser. Hallo. Ja, dann darf ich Ihnen die Herren von unserer Marktrunde vorstellen. Alois Wögerbauer, glaube ich, ein bekanntes Gesicht in Linz, Stammgast bei unserer Roadshow. Alois vertritt die drei Banken General Investments. Hallo Alois. Hallo an alle. Aus Bayern zugeschaltet ist uns Dieter Wimmer vom Asset Manager Comgest, ein Stockpicking- und Aktienspezialist. Hallo Dieter. Hallo, schönen Nachmittag, Servus. Ja, aus dem hohen Norden, DNB, die größte norwegische Bank, ihr Ableger und Asset Manager, DNB Asset Management, Hagen Holger Appel, ein absoluter Technologieexperte. Ja, hallo und grüß Gott in die Runde. Ja, und last but not least, heute eine Premiere für die Hypo Oberösterreich. Ich begrüße Stefan Elmer. Hallo. Grüß Gott, hallo. Ja, wunderbar. Ich hoffe, Sie haben es sich im Homeoffice oder auch im Büro gemütlich gemacht. Ganz egal, ob wir heute großteils im Anzug oder in der Jogginghose. Das soll uns egal sein. Jetzt geht es die nächsten 60 Minuten um die Märkte und die Börse. Es gibt so etwas wie eine Tradition bei dieser Roadshow, nämlich die erste Marktmeinung gehört immer Ihnen. Deswegen werden wir jetzt einmal eine erste Umfrage einblenden zum Thema Inflation. Das war unser Aufmacherthema. Ja, kommt die Inflation? Ja oder nein? Muss man Angst davor haben? Wer meint, sie kommt und man sollte sich sorgen, drückt bitte auf Ja. Wer das Gegenteil glaubt, auf Nein. Sie haben ein paar Sekunden jetzt Zeit abzustimmen. Das Ergebnis wird dann im Anschluss eingeblendet. Gut, bitte das Ergebnis. Ja, wir haben doch eine ganz knappe Mehrheit, die sagen, die Inflation kommt und da sind vielleicht auch Sorgen damit verbunden und 48% sagen nein. Also wir sind ziemlich ausgeglichen. Ja, wir werden sehen, ob wir am Ende der Diskussion, ob es hier ein klareres Meinungsbild gibt. Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt nämlich unsere Experten. Sie haben die Möglichkeit, auch während der gesamten 60 Minuten mit uns mitzudiskutieren. Sie können das über unsere Chat-Funktion machen. Sie ist mit einem Fragezeichen versehen. Sie können dort Fragen, Anmerkungen einfügen und ich werde diese Fragen dann auch im Anschluss an das Podium stellen. Ich weiß, meistens gehört zu der ersten Frage etwas Mut. Deswegen habe ich noch einen kurzen Halt gemacht. Ich werde sie nicht trinken jetzt während der Roadshow. Aber hier, nachdem wir heute in der Börsianer-Redaktion in Wien sind, ein gemischter Satz aus Wien für den, der die erste Frage abfeuert. So, meine Herren, starten wir hinein. Inflationsthema. Kommt sie? Ja, nein. Müssen wir Angst haben? Und was sind die Einflussfaktoren für die Börse? Wer mag zuerst? Geht schon, schieß mal los. Alois. Okay, dann fange ich an. Also die Antwort aus meiner Sicht ist
Ja und nein zugleich. Sie kommt, aber sie geht auch sehr schnell wieder weg. Also unsere These ist, dass wir klarerweise höhere Inflationsraten sehen. Das ist ja völlig, völlig logisch, wenn man sich anschaut, was die Rohstoffpreise so machen, was die Konjunkturpakete machen. Wenn man dann sieht, welche Dimension die Geldgeschenke, die Amerikaner bekommen, also die Staatsbürger bekommen. Wenn man sich das ansieht in den USA, dann wird die Inflationsrate im Jahresverlauf so wahrscheinlich sicher Richtung 3,5% oder sogar mehr gehen. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, was passiert denn im Jahr 2022? Und um eine weiterhin hohe Inflationsrate im Jahr 2022 zu haben, würden wir brauchen nochmals steigende Rohstoffpreise, nochmals Pakete in dieser Dimension. Und das ist nicht unser Kernansatz. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es klarerweise ein Überschießen 2021 geben wird. Aber 2022 wird sich das wieder abflachen auf historische Durchschnittswerte. Du hast schon angedeutet, du hast ein bisschen über die Ursachen gesprochen. Du hast das Rohstoffe angeführt. Da gibt es natürlich einen Basiseffekt. Wenn ich mich ein Jahr zurückerinnere, waren die Rohölpreise auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Das holen wir jetzt nach. Hagen-Holger Appel, Inflation ist natürlich ein Thema. Wie ist deine Analyse dazu? Gibt es noch Ergänzungen zu den Ursachen und auch bezüglich der Prognosen? Also ich sehe die Lage relativ ähnlich wie der Herr Würgerbauer. Ich muss sagen, dass wir jetzt einen Basiseffekt sehen werden in Sachen Inflation. Dominik, du hast gerade die Rohstoffpreise angesprochen. Und dieser Basiseffekt, der wird nach und nach dann aus den Inflationsraten, aus der Entwicklung wieder herausgehen. Es gibt ein paar Ursachen. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, kommt sie oder kommt sie nicht. Aber wir haben jetzt eine Situation, in der sehr, sehr viel Zentralbankgeld direkt an Marktteilnehmer gegeben worden ist. Das könnte durchaus dazu führen, dass wir Inflationsschub sehen, weil die bisherige Geldpolitik war eher monetär, sage ich mal, nicht so wirksam wie die jetzige Geldpolitik. Das kann durchaus für einen Inflationsschub noch weiter sorgen. Aber die Basiseffekte gehen weg und dann normalisiert sich das meiner Meinung nach. Ich würde an dieser Stelle mal nachfragen, ist das jetzt Konsens zusammenfassend? Kurzfristig höhere Inflation, die im Laufe des Jahres abklingt und in den nächsten Jahren im Bereich von 2%, unter 2%, das wären eigentlich die EZB-Prognosen. Teilen Sie diese Meinung oder gibt es hier eine Abweichung dazu? Nein, ich bin da auch mit dabei. Und wie gesagt, also die Menschen sparen sich momentan sehr viel Geld. Das hört man allenthalben, weil also eben der Konsum nicht so stattfinden kann. Und es wird an irgendeinem Punkt vielleicht auch nochmal eine kleine Welle geben, weil die Leute auf einmal wieder einkaufen dürfen, wegfahren dürfen oder wie auch immer. Und da werden auf die Waren nochmal ein bisschen ein positiver Druck kommen. Und dann wird natürlich der ein oder andere sagen, ach, jetzt geht die Inflation los. Aber ich glaube, das ist wirklich ein kurzer Effekt. Ganz konkret vielleicht jetzt nachgefragt, was sind denn dann die Auswirkungen für die Asset-Klasse und Aktienmärkte, Herr Elmer? Wir haben ja in den letzten Wochen alle verfolgen können, dass die Renditen von Staatsanleihen gestiegen sind. Das hat ja bei dem einen oder anderen eben genau zu diesen Sorgen geführt. Angst vor einer kurzfristigen starken Anstieg der Inflation. Was glauben Sie, ist Ihr Impact auf die Märkte? Na, ich glaube, dass schon einiges auch eingepreist worden ist. Man sieht das grundsätzlich auch an gewissen Sektorrotationen, wo einfach von Growth in Richtung Value gegangen ist oder auch generell in die Old Economy geflossen ist. Die Börse erlebt ja im Prinzip immer 6 bis 9 Monate voraus und insofern glaube ich, dass da schon einiges eingepreist wird. Vielleicht generell aus der Bankenperspektive, das Inflationsthema trifft ja wirklich genau ins Schwarze. Einerseits, weil es medial gespielt wird, aber wir zum Beispiel bekommen das wirklich tagtäglich mit. Wir haben wirklich sehr viele Anfragen von Kunden, die einfach größere Beträge veranlagen wollen, wo es um das Thema Wertsicherung geht. Und ich möchte einfach einen wichtigen Punkt hinzufügen. Wir sprechen immer vom HVPI, also vom harmonisierten Verbraucherpreisindex, wo quasi Monat für Monat in ganz Europa beispielsweise 1,8 Billionen Preise monatlich verglichen werden, um die Inflation darstellen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig für Verbraucher.
Aber speziell Anleger sollten schon auch auf andere Indizes einen Blick werfen, zum Beispiel den österreichischen Wohnpreisimmobilienindex. Der hat sich in den letzten 20 Jahren um 4,25% per anno entwickelt. Die letzten 10 Jahre seit der Finanzkrise waren sogar 5,5%. Und das Wichtige aus meiner Sicht ist, wenn man werthaltig veranlagen sollte, muss man sich auch das richtige Ziel setzen. Die Gefahr ist einfach, dass man es zu niedrig ansetzt. Aus meiner Sicht muss man hier mindestens 4% aufwärts verdienen, um wirklich vom Werterhalt sprechen zu können. Und die Lösungsansätze sind aus unserer Sicht ganz klar oder alternativlos. Hier geht es ganz klar in den Aktienbereich und hier gibt es aus unserer Sicht auch interessante Veranlagungsmöglichkeiten. Da werden wir dann später jetzt noch im Detail drüber reden. Jetzt würde mich noch interessieren, es wurde immer wieder genannt, der Einfluss der Geldpolitik auf das Thema Inflation. Ich würde meinen, der ist überschaubar. Ich glaube auch, dass wir in den USA als auch in Europa in den nächsten 1, 2 Jahren keine Zinserhöhungen sehen werden, ja. Ich meine, die Geldmengen, die in den Markt fließen, sind enorm. Wie fällt da die Analyse aus? Impact der Geldpolitik zum Thema Inflation? Aus meiner Sicht ähnlich. Also auch hier, wenn man jetzt wieder sieht, also welche Kommentatoren in TV-Talkshows auftauchen oder welche Bücher wieder die Hitlisten anführen, ich glaube, das muss man dann schon auch ein bisschen relativieren. Dieses Inflationsthema, diese Inflationsangst gibt es aus meiner Sicht mindestens seit 2010. Der Euro geht seit 2012 jährlich, bricht er auseinander. Das heißt, dieses Grundthema ist ja nicht neu. Und es sind schon auch viele dann im Markt unterwegs, die seit 10 Jahren die gleiche Geschichte erzählen, obwohl sie eigentlich nie eintritt. Das heißt, auch hier Fazit, ich glaube, das Thema wird etwas zu groß gemacht. Wenn es so einfach wäre, dass man aus der Geldmenge die Inflation berechnen kann, dann wäre es eh leicht im Prinzip. Ich bin ein Goldfan, das ist bekannt, aber dann könnte man ausrechnen, der Goldpreis, wo müsste er stehen, bei 5.000 oder wo immer. Das wünsche ich mir gar nicht. Das heißt, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach und daher glaube ich, wird dieser Zusammenhang tendenziell etwas zu groß gemacht. Und wenn es dann doch mal eintritt, dann werden halt wieder viele sagen, ich habe es immer schon gewusst. Ich glaube, würde von meiner Seite ergänzen, man muss sich hohe Zinsen oder höhere Zinsen auch leisten können. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es einige gibt, die es nicht leisten können. Das sind Länder, die Probleme haben, denkt man an Italien oder was auch immer. Das sind aber auch Volkswirtschaften wie Deutschland, ja, die die letzten Jahre eine schwarze Null hingebracht haben, weil sie fast keine Zinsbelastung mehr haben. Und ich glaube, dass ein neuer Finanzminister nicht unbedingt einen hohen Zins haben will und dann sich wieder strecken muss, seine Bilanz, die sowieso wahrscheinlich nicht so gut aussehen wird, durch Corona noch hinzutrimmen. Also ich glaube, der größte Druck kommt jetzt ein bisschen aus Amerika, weil halt da die Summen, die da im Raum stehen, so überdimensional groß sind. Und jeder sagt, okay, wenn die für die Infrastruktur so viel Geld ausgeben, kommt da vielleicht irgendwie was rein. Und ich denke noch an was anderes bei uns in Deutschland, ist der Bauboom wirklich angekommen. Wir haben ganz viele private Häuserbauer, ich gehöre auch dazu, die diese günstigen Zinsen genutzt haben. Und ich glaube, das wird auch keiner so gerne sehen, dass man das einfach laufen lässt und dann bei der nächsten Rate merkt, dass man sie vielleicht übernommen hat oder was auch immer. Ja. Also ich glaube, man wird die Zinsen dauerhaft unten halten müssen. Glaubt irgendwer, dass es 2023 irgendeine Zinserhöhung gibt? 2024? Nein, ich glaube nicht. Gut, also auf absehbare Zeit. Ja. Ich möchte noch eine Sache vielleicht ergänzen zum Thema Inflation. Ich glaube, über die Zinsen sind wir uns relativ einig, aber es gibt auch noch eine psychologische Komponente dabei, die Inflationserwartungen spielen eine Rolle von den Marktteilnehmern und auch von den Konsumenten. Und wenn es dort mal zu Überraschungen kommt, dann können wir doch schon mal so einen kleinen Inflationsschub sehen, der die Konsumenten und die Verbraucher überrascht. Und das führt dann zu wiederum höheren Inflationserwartungen. Also das darf man nicht unberücksichtigt lassen dabei. Ich meine, die psychologische Komponente, um das aufzunehmen und vielleicht bei alles anzuschließen, du hast ja genannt die letzten 10 Jahre, ich würde es auf die letzten 100 Jahre ausweiten. Die Europäer sind eigentlich sozialisiert worden. Eine Angst vor Inflation ist durchaus etwas, was uns durch die Vergangenheit mitgegeben worden ist und hier wesentlich ausgeprägter ist als in manch anderen oder auf manch anderen Kontinenten.
Gut, jetzt noch einmal in die Runde gefragt. Müssen wir uns eigentlich nicht freuen, wenn es endlich mal Inflation gibt? War doch eigentlich immer das Ziel der EZB. Ja, also aus Sicht eines Börsianers würde ich sagen, es gibt drei Szenarien, ist eines gut und zwei sind problematisch. Also problematisch wäre Deflation. Deflation ist eigentlich ganz schlecht. Problematisch wäre hohe Inflation, weil irgendwann schon auch dann der Zinsmarkt kippt und das Sentiment kippt. Mhm. Wenn es gelingen würde, und ich bin jetzt kein Träumer und das ist kein Wunschkonzert, wenn die Inflationsrate in den kommenden Jahren bei 2-3% sich einpendeln würde, gleichzeitig die Notenbank dafür sorgen, dass die Zinsen tief bleiben, was sie tun werden, dann wäre das ein Best-Case-Szenario. Jetzt einfach als Wunschkonzert definiert. Mhm. Das heißt, eine Inflationsrate zwischen 2-3% wäre aus Sicht eines Aktieninvestors eigentlich in meiner Wahrnehmung das Beste, was uns passieren kann. Herr Elmer. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also moderate Inflation ist das Beste, was uns passieren kann. Und es gibt sehr viele börsennotierte Unternehmen, die einfach eine sehr starke Preissetzungsmacht haben, die Alleinstellungsmerkmale haben aufgrund verschiedenster Produkte, die einfach die Konsumenten kaufen wollen, die auch Preise erhöhen, wenn die Konkurrenz die Preise eben nicht erhöht oder nicht erhöhen muss. Und dieses Alleinstellungsmerkmal wird sich dann letztendlich in höheren Umsätzen, in höheren Erträgen und auch in höheren Dividenden und in weiterer Folge natürlich auch in höheren Kursen widerspiegeln. Also ich nehme mit, um das Thema Inflation vielleicht hier zuzumachen. Kurzfristig ja, erhöhte Inflation, mittelfristig nein. Sorge und Angst ist eher nicht angebracht, in den mittel- bis positiven Szenarien sogar förderlich für Aktieninvestments an der Börse. Ich würde jetzt bitten, vielleicht reden wir ganz kurz. Wir haben jetzt knapp 100 Tage Amtszeit von Joe Biden als US-Präsident. Ich würde ganz kurz seinen Einfluss auf die Märkte und die Börse diskutieren. Ich würde dazu eine kurze Umfrage einblenden lassen. Wie sehen Sie mit Einfluss von Joe Biden auf die Börse? Wie sehen Sie das? Positiv, neutral oder negativ? Sie haben ein paar Sekunden Zeit abzustimmen. Wie hat sich die Performance von Joe Biden bisher ausgewirkt auf die Märkte? Positiv, neutral oder negativ? Bitte die Umfrage zu schließen. Naja, positiv, also negativ 0%, ich glaube, das ist sehr eindeutig. 45% sagen positiv, 55% neutral. Was sagen die Experten zu dem Ergebnis? Wenn ich wieder beginnen soll, gerne. Also ich bin auch auf neutral, die Dinge heben sich auf im Prinzip. Das Erste, was man gesehen hat, da waren ja auch sehr viele Kommentatoren sehr naiv. Viele haben ja geglaubt, wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist, dann fallen sich China und USA freundschaftlich um den Hals. Das findet natürlich nicht statt. Das heißt, dieser Grundkonflikt wird uns erhalten bleiben, ist aber auch wenig überraschend. Der zweite Grund ist dann schon der, dass das hebt sich auch wieder auf der einen Seite sind diese mächtigen Pakete natürlich quasi wichtig und auch förderlich, aber es kann auch zu viel sein. Also wenn ich in diesen Tagen immer wieder auch diesen Begriff Wachstumsschock lese, dann sage ich, man kann es auch überziehen. Also wenn man dann so hört, 1.900 Milliarden dort, 2.000 Milliarden dort, vielleicht zum Vergleich, wenn ich es richtig im Kopf habe, das deutsche BIP in Dollar berechnet, liegt etwa bei 4.000 Milliarden. Das kann auch zu groß sein. Und daher ist auch Joe Biden oder seine Administration auch der Grund, warum die Zinsmärkte so nervös sind. Denn diese Diskussion, ob die Treasuries, die 10-Jährigen jetzt bei 1,6 halten oder Richtung 2% gehen, glaube ich, in Richtung 2% gehen, basiert natürlich schon auch auf diesen mächtigen, Klammer auf, vielleicht zu mächtigen Paketen. Und daher würde ich es bei neutral belassen. Nur um eins dieser Pakete zu benennen, wir reden da von 2 Billionen US-Dollar in den nächsten 8 Jahren. Das soll eigentlich das größte Infrastrukturpaket sein und Wachstum und einen Boom auslösen. Ich meine, ein zweites zentrales Thema, wo er sich radikal gegenüber Donald Trump verhalten hat oder das Gegenteil, das war das Thema Klimaschutz.
Er hat ja sofort wieder den Wiedereinstieg in das Pariser Abkommen unterschrieben und er sieht auch in dem Thema Klimaschutz wirtschaftliche Chancen. Was sagt ihr dazu? Ist das ein Impuls? Es ist definitiv ein Impuls, wenn man das so sieht. Ich meine, Realpolitik sieht immer anders aus als im Vorfeld der Wahlen. Wenn man dann danach mit der realen Situation konfrontiert ist, auch ein Joe Biden kann nicht alles so durchsetzen und umsetzen, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Allerdings, und jetzt hier der Blick vielleicht aus nordischer Perspektive, führt natürlich ein Paket, was auch in Sachen Klimaschutz bzw. Umweltschutz investiert dazu, dass diese neuen Technologien marktreifer werden, wettbewerbsfähiger werden. Also von daher gute Impulse auf dieser Seite. Gibt es irgendwas, was euch besonders überrascht hat bei Joe Biden in den ersten 100 Tagen? Also wir haben zum Beispiel eine sehr positive Resonanz bekommen von unseren Kollegen aus Amerika. Comgest hat seit 4 Jahren eine Dependance in Boston. Und da war es wirklich so, dass wir, wenn wir angefragt worden sind für Investments, das Thema ESG überhaupt keine Rolle gespielt hat. Man musste da gar nicht achten drauf bei amerikanischen Kunden, denen war das ehrlich gesagt wurscht. Und das hat sich schon jetzt geändert. Das heißt, die fragen uns genauso nach Klassifizierungen der Fonds, möchten wissen, in was wir investieren, wie wir aufgestellt sind. Also ich glaube, dass da auch wieder ein kleiner Schwung in die richtige Richtung gekommen ist. Möchte wer die Runde? Also ich kann mich hier nur anschließen. Also ich sehe auch die ersten 100 Tage, also es sind ja noch nicht ganz 100 Tage, ein paar Tage haben wir noch, sehr, sehr positiv, speziell eben der erste Tag, wo eben wieder der Beitritt vom Pariser Klimaabkommen erfolgt ist. Was man natürlich auch ganz positiv erwähnen muss, sind die Impfgeschwindigkeit. Also es war das Ziel, in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Impfungen zu verabreichen. Das Ziel ist in den ersten 60 Tagen erreicht worden. Bis Ende April will man 200 Millionen erreichen. Also hier ist eine irrsinnige positive Dynamik eben zu erkennen. Und speziell aus der Impfdynamik heraus und auch mit dem Corona-Hilfspaket beziehungsweise aus den weiteren 2000 Milliarden heraus, sehe ich hier schon persönlich positive Impulse. Und darum glaube ich auch, dass Amerika wie immer am schnellsten aus der Krise gestärkt herauskommen wird. Ich darf eine ganz kurze Ergänzung, vielleicht noch ein Satz nur, damit wir nicht zu optimistisch werden gemeinsam. Was man nicht überlesen darf, und der Markt hört halt immer das, was er hören will, aber es gibt schon noch einige Facetten darunter, wenn er dann sagt, das Infrastrukturpaket sollte ja schon über Steuererhöhungen finanziert werden. Das heißt, dieses Thema wird uns schon beschäftigen in den kommenden Quartalen. Da wird momentan relativ wenig geredet, aber dass der Aktienmarkt dann jubelt, wenn es Steuererhöhungen gibt, ich glaube, davon geht ja keiner aus. Insofern muss man da schon auch ein Auge drauf haben. Ja, ich darf an dieser Stelle nochmal den Appell an Sie richten, diskutieren Sie mit. Senden Sie Ihre Fragen ein oder Ihre Anregungen, vielleicht auch noch Themenvorschläge. Ich darf noch mal an dieser Stelle erwähnen, es gibt eine Flasche Wein für die erste Frage dazu, die kommt. Wininger aus Wien, ein gemischter Satz. Reden wir jetzt einmal, meine Herren, ganz kurz über die Märkte. Können wir uns mal einigen, wie sind die Märkte bewertet? Sind wir günstig, sind wir teuer? Kann man da ein bisschen differenzieren? Also wir waren ja immer als Comgest und als Growth Manager daran gewöhnt, dass wir ein bisschen ein höheres Premium immer zu zahlen hatten. Und wir haben im letzten Jahr einige Werte weggeben müssen, die waren uns einfach zu teuer. Wir sind auch, das muss man ganz ehrlich zugeben, bei einigen, die uns gefallen haben, nicht schnell genug wieder reingekommen, weil die Erholung so massiv war, dass wir die Orders gar nicht platzieren konnten im größeren Stückzahlbereich. Und uns hat jetzt diese kleine Aussetzer auf der Growth-Seite ganz gut getan. Da sind einige unserer Unternehmen jetzt etwas preiswerter geworden. Nicht billig, aber etwas preiswerter, weil wir uns ja sowieso immer ein bisschen auf ein höheres Premium einstellen. Also uns hat es ganz gut getan, dass da mal ein kleiner Rücksetzer war. Und es gibt einige Länder, wo es natürlich ein bisschen stärker ausgeprägt ist, wie in China oder so. Aber wir waren insgesamt waren wir ganz zufrieden, dass die Bewertungen ein bisschen runtergekommen sind. Ich meine, Hagen Holger, vielleicht einmal bei dir nachgefragt. Wir haben schon gehört, es gab vereinzelt so einen Wandel von Growth zu Value.
Jetzt seid ihr ja durchaus Wachstumsspezialisten, wenn es um Technologiebereich geht. Ein fantastischer Markt in den letzten Jahren gewesen. Also die Aktienkurse sind explodiert förmlich. Wie sind wir denn dort bewertet jetzt aktuell? Vielleicht auch mit ein paar Beispielen Ja, versehen. sehr, sehr gute Frage. Genau, wir sind natürlich als fundamentale Bottom-up-Technologie- und Wachstumsspezialisten so ein bisschen hin und her gerissen, auch in den letzten anderthalb Jahren. Für uns war es streckenweise etwas zu teuer geworden, haben dort dann teilweise Positionen abgebaut und ich glaube, wir waren etwas zu früh dran. Wir sehen aktuell in einigen Technologiebereichen speziell noch ein bisschen eine Überbewertung, speziell im Cloud-Bereich. In einigen Software-Titeln sehen wir noch eine Überbewertung. Und im Gaming, Online-Gaming-Bereich haben wir Positionen abgebaut, weil die auch sehr gut gelaufen sind und unserer Meinung nach überbewertet waren. Und unsere fundamentale Sicht ist natürlich, da schlägt unser Herz dann natürlich für die Bottom-up-Titelselektion und die haben wir dann so in den letzten 12, 18 Monaten schon mal geschaut, was ist Substanz, was ist mehr Value und jetzt werden wir dafür belohnt. Also wir schalten auch wieder um auf mehr Growth-Titel. Aktuell sind wir noch ein bisschen mehr im Value-Camp. So, jetzt lassen wir dem alles kurz den Moment der Freude. Er hat ja heuer sowas wie die Krone auf als Österreich-Fondsmanager. Wiener Börse, ein Markt, der sehr stark am Value hängt. Die letzten 10 Jahre waren ja nicht immer allzu einfach. Ja. Vielleicht das Beispiel: Die Wiener Börse hat heuer doppelt so stark performt wie die Nasdaq, fast 15% year to date. Alois, wie siehst du die Value-Bewertung, gerade vielleicht speziell für österreichische Aktien? Auch sehr, sehr entspannt. Ich glaube, dass dieser Trend, dass die Flows ein bisschen weggehen von Growth, nicht gegen Growth, aber vielleicht ein bisschen weniger in diese Richtung gehen, mehr Richtung Value gehen, das ist noch nicht zu Ende. Denn bis die ganze ETF-Welt nachzieht, bis die großen Flows dann kommen, also ich glaube, dieser Trend wird noch weitergehen. Und die Wiener Börse ist halt klassisch mit diesen 4 Kernbranchen: Finanz, Industrie, Energie und Immobilien. Ja, das ist halt Value pur. Und wenn man sich anschaut, dieser Trend des Rebounds der Wiener Börse, der begann in den ersten Novembertagen. An dem Zeitpunkt, wo die ersten Meldungen kamen über Impffortschritte, drehte der Konjunkturoptimismus, und seitdem hat die Wiener Börse eine sehr hohe Korrelation mit den gängigen Value-Indizes. Aber das überrascht ja keinen, weil es ja nicht neu ist. Also insofern glaube ich schon, dieser Shift von Kapital, am Ende geht es ja um Kapitalströme und nicht immer nur um Fundamentaldaten, das ist noch nicht abgearbeitet und das könnte schon noch und denke, wird auch noch einige Quartale so weitergehen. Aber man sollte nicht jetzt, ich glaube, so naiv sind wir nicht, da haben wir zu viel auch gemeinsam erlebt in Wien, dass jetzt das ganze Jahrzehnt ein Value-Jahrzehnt wird, davon gehe ich nicht aus. Also die Digitalisierung ist mehr denn je der Trend, aber unmittelbar würde ich sagen, Aussichten positiv. Gut, ich nehme an dieser Stelle mal die erste Frage. Der Herr Christian Stöbig hat sich hiermit eine Flasche Wein verdient. Ich bitte ihn vielleicht im Anschluss ganz kurz ein E-Mail an events@derbörsianer.com zu senden, sollten wir Ihre Adresse nicht haben, sonst melden wir uns automatisch bei Ihnen. Und zwar gibt es eine Frage zu dem Thema Märkte, politische Risiken. Gibt es politische Risiken, die Märkte gefährlich werden könnten? Beispiel China, Beispiel Ukraine-Russland-Konflikt. Wer möchte? Politische Risiken für die Märkte. Gut, Alois. Und dann Holger. Ich war zwar gerade dran, aber darum habe ich jetzt mich zurückgehalten. Ich würde sagen, China bleibt immer ein Thema, sowohl in der Beziehung USA-China als auch im Umgang Chinas mit den eigenen IT-Riesen von Alibaba bis Tencent. Also da muss man schon genauer hinschauen. Ukraine ist aus meiner Sicht nicht groß genug, um die Finanz, ohne das jetzt reinzureden, aber ist nicht groß genug, um ein ernsthaftes Thema für die Finanzmärkte zu werden. Gibt es dazu eine Ergänzung? Ich nutze die Chance und schließe mich hier an. Ich will das Thema in der Ukraine nicht kleinreden, um Gottes Willen. Das ist mit Sicherheit hier vor unserer Haustür ein großes Problem. Allerdings sehe ich doch mehr die politischen Probleme zwischen den beiden Weltmächten China und USA. Man darf nicht vergessen, dass die USA sich gefühlt eher so ein bisschen auf dem Abstieg befinden.
und China einen wahnsinnigen Aufstieg zur größeren Weltmacht vollzieht. Und das, glaube ich, natürlich sorgt für Konfliktpotenzial. Aber ich glaube, wir sind besonnen genug oder unsere Führer, politischen Führer sind besonnen genug. Ich nehme eine weitere Frage an dieser Stelle von Patrick Jobst. Ich gehe davon aus, die richtet sich vor allem Richtung Hagen-Holger Appel, vielleicht auch Alois Wögerbauer noch einmal, ansonsten jeder, der möchte. Hallo zusammen. Wie schätzt ihr die Drohnentechnologie in den nächsten Jahren ein? Konkreter Fall zum Beispiel Paketzustellung zum Endkonsumenten, aber auch Lufttaxis à la EHang. Ja, ist natürlich eine klassische Technologiefrage. Ich denke mal, da wird sich mit Sicherheit was tun in den nächsten Jahren. Wir haben jetzt speziell in unserem DNB Technology da nichts Spezielles im Auge, aber wir beobachten die Märkte, aber durchaus eine interessantes Segment, denke ich, was in den nächsten Jahren Beachtung finden wird. Vielleicht ganz konkret, Alois, es ist EHang, FACC ist ja dort ein Joint Venture Partner, ist auch ein Teil des Geschäftsmodells der FACC, verstärkt auf Lufttaxis zu setzen. Wie siehst du dieses Business? Also ich gestehe, dass die Drohnentechnologie nicht zu meinen Kernkompetenzen grundsätzlich zählt. Es ist auch relativ schwer, quasi jetzt im Detail schon prognostizierbar. FACC habe ich keine Meinung, da bin ich eher zurückhaltend, weil ich glaube, dass diese Industrie schon noch sehr, sehr lange brauchen wird, bis man das Corona-Thema oder das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht hat. Grundsätzlich ist das jetzt beides, also auch EHang, es sind jetzt keine Investments, die ich jetzt unbedingt als vom Timing her schon machen möchte. Also ich werde eher zurückhaltend. Vielleicht an dieser Stelle nähern wir uns ein bisschen konkreten Investment-Ideen. Ja. Können wir uns einmal noch über das Thema Asset-Klassen unterhalten? Ich glaube, wenn wir das so mitnehmen, die Eingangsdiskussion über Inflation, ist das Umfeld nach wie vor prädestiniert für stärkere Risikoklassen? Also spricht eigentlich alles für die Aktie? Oder gibt es ja überhaupt Alternativen? Dieter und Nein, dann ich sehe Helmer. keine Alternativen und ich sehe eine Bestätigung hervor vom Herrn Elmer, hat mir sehr gut gefallen, dass die Preissetzungsmacht der Unternehmen da sein wird, auch in den kommenden Jahren, wenn sie ein gutes Produkt haben, ein gutes Geschäft zu verdienen. Und ich denke mir, wir sollten auch den Mut haben, nicht diese Branchen abzuschreiben, wo man irgendwie das Gefühl hat, die sind jetzt vielleicht nicht gerade die ersten Gewinner in dieser Situation. Ich denke zum Beispiel an Luxury Goods. Ja, wir haben in unseren Fonds sehr viele Firmen wie Louis Vuitton zum Beispiel oder Richemont. Und ich glaube nicht, dass jemand, der sieht, den Wunsch hat, sich irgendwann mal eine Rolex zu kaufen, dass der sagt, mit der Pandemie ist es gestorben. Ich kann mit einer kleinen Watch auch leben. Sondern der wird an irgendeiner Stelle sagen, die kommt mir irgendwann heim, egal wie. Und dann spielt auch der Preis keine Rolle. Also ich glaube, Luxusgüter sind zum Beispiel ein Thema, was man wieder im Auge haben sollte. Und was auch sehr interessant ist, dass die großen Handelskonzerne, denken wir an Walmart, denken wir an L'Oréal, denken wir an Zara, die haben alle sich mit der Technologie vereinbaren können. Haben ihre Online-Shops besser gemacht, haben gute Sales da gemacht, haben ihr Produktangebot erweitert. Also die haben so im Hintergrund, ohne dass wir es so mitbekommen haben, ihren Deal mit dieser Variante gemacht. Herr Elmer. Ja, ich kann mich natürlich dem nur anschließen. Also Aktien sind alternativlos, vielleicht zur Marktbewertung. Also aus meiner Sicht sind die Märkte schon ambitioniert bewertet. Bin auch der Meinung, dass die Sektorrotation noch weitergehen wird. Da wird vor allem Österreich und Deutschland einfach aufgrund der Branchenzusammensetzung profitieren. Wir sehen das grundsätzlich einmal neutral, was Branchen- oder Länderauswahl betrifft. Aber wir empfehlen auf alle Fälle, wenn man jetzt noch nicht investiert ist, dass man durchaus einmal den Fuß in die Tür stellen kann oder Teilinvestmentstrategien. Entweder über einen absoluten globalen Aktienfonds, der die Benchmark einfach regelmäßig geschlagen hat und wo einfach die entsprechende Qualität da ist. Auf der Einzeltitelebene
Arbeiten wir da wirklich auf Basis höchst qualitativer Unternehmen? Vielleicht ein ganz interessantes Beispiel sind die sogenannten Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die die letzten 25 Jahre oder zumindest mindestens 25 Jahre jedes Jahr die Dividenden erhöht haben. Also die haben jedes Jahr Umsatzsteigerungen gehabt, jedes Jahr Ertragssteigerungen, jedes Jahr Dividendensteigerungen. Und genau diese Dividenden haben genau die angesprochene Preissetzungs macht. Natürlich, ich bin jetzt nicht der große Freund von übergroßen Dividendenzahlungen, weil wenn die Erträge nur in Form von Dividenden ausgeschüttet werden, dann geht das auch in Richtung Fantasielosigkeit teilweise. Also die Payout Ratio sollte aus meiner Sicht irgendwo bei einem Drittel liegen und die restlichen zwei Drittel sollen einfach die Unternehmen wieder in das eigene Geschäftsmodell investieren, um hier besser aufgestellt zu sein. Aber grundsätzlich, um vielleicht noch ein Bewertungsbeispiel zu erklären, also teilweise haben solche tollen Unternehmen Dividendenaristokraten 20er KGVs, also wenn zum Beispiel das Unternehmen 1 Milliarde Gewinn hat, entspricht es einer Marketkapitalisierung von 20 Milliarden. Und wenn man die 1 Milliarde im Verhältnis zu den 20 Milliarden stellt, haben wir im Endeffekt eine Rendite von 5%. Das ist auch der Kehrwert vom KGV. Und wenn man hier auch dann wieder rückwirkend denkt, dass diese Unternehmen die Umsätze regelmäßig steigern können in Form von einem HVPI, dann hat man im Endeffekt einerseits die ewige Rendite von 5% plus einen Inflationsschutz, was den Verbraucherpreisindex betrifft. Und wir denken im Endeffekt einfach viel langfristiger. Aus unserer Sicht sind das ganz entspannte Investmentstrategien. Natürlich sind die Bewertungen teuer, aber teilweise genau in solche Unternehmen zu investieren, macht aus meiner Sicht Sinn. Wir nehmen an dieser Stelle noch eine ganz kurze Umfrage, die letzte zum Marktthema. Und zwar ist die Frage, welche Anlageregionen Sie präferieren oder an welche Sie glauben. Konkret Asien, Europa oder USA. Bitte Ihre Stimme abzugeben. Ich bitte die Experten, sich darauf vorzubereiten. Wir werden das ganz kurz nachbesprechen und dann kommen wir schon zur Schlussrunde. Gut, bitte die Umfrage zu schließen. Anlageregion, welche favorisieren Sie? Schauen wir uns das Ergebnis an. Ja, 40% Asien, 20% Europa, 40% USA. Liebe Experten, überrascht euch das, dass Asien mit 40% USA ähnlich stark gewichtet ist? Das ist immer auch eine Frage der Perspektive. Langfristig, das heißt 5 Jahre aufwärts, da teile ich diese Asien-Euphorie zu 100%. Taktisch in den kommenden 6 Monaten würde ich das nicht unbedingt so sehen. Ich glaube, da gibt es schon auch ein paar Dinge, die aufzuarbeiten sind. Und ich möchte auch ein bisschen diese Grundsatzfrage stellen, die uns auch natürlich immer wieder auch beschäftigt in Diskussionen. Ist diese Regionendenke denn überhaupt noch zeitgemäß? Oder wäre es nicht besser, in reinen Branchen zu denken oder in Stilen wie Value oder Growth? Wenn wir uns darauf einigen können, dass das Value weiterläuft, dann wird Europa weiterlaufen. Aber da drehen wir dann die Diskussion um im Prinzip. Das heißt, ich brauche zuerst eine Meinung, welcher Stil läuft. Und dann ergibt sich die Regionengewichtung aus meiner Sicht relativ automatisch. Gut, alles. Dann würde ich sagen, um zur Schlussrunde zu kommen, ich bitte jedem eine Aktie zu nennen, die er besonders spannend findet. Alles, bei dir geht das relativ einfach. Auf wen setzt du in deinem Fonds aktuell? Wer gefällt dir besonders und warum? Ganz kurz. Die größte Position in unserem Österreich-Fonds ist derzeit die AT&S. Die Nummer 1 Gewichtung, was bemerkenswert ist. Und die Story dahinter ist relativ klar. Würde man sagen, einer der ganz wenigen Digitalisierungsgewinner, die man an der Wiener Börse hat. Und das Unternehmen wird nicht ganz risikolos, weil viele Investments zu stemmen in den kommenden Jahren in völlig neue Dimensionen vorwachsen. Hagen Holger? Ich präferiere aktuell, auch wenn wir ein Technologiemanager sind, hier eine europäische Aktie, um hier auch nochmal das Gewicht auf Europa zu legen, und zwar die nordische Aktie, und zwar Ørsted aus Dänemark, ein Energiekonzern, der den Wandel von einem traditionellen Energiekonzern zu einem nachhaltigen, grünen Energiekonzern vollzieht. Und wir sehen hier unglaublich starkes Wachstumspotenzial in der Ørsted.
Dieter? Ich nehme eine nordische Aktie auch, Backer Frost, Lachsfrucht. Ich glaube, dass die Menschen weniger Fleisch essen und mehr Fisch. Sehr gut. Herr Elmer? Eine Aktie möchte ich nicht nehmen, aber ich glaube, eine Branche ist auch sehr interessant. Also mir gefällt generell die Pharmaindustrie sehr, sehr gut, weil sie einfach einerseits durchgängig sehr hohe Bilanzqualitäten im Prinzip hat, wenn man sich die ganzen Unternehmen anschaut. Auch die Eigenkapitalrenditen sehr hoch sind. Das ist ja auch ein sehr starker Katalysator für zukünftige Erträge. Und entsprechend würde ich hier auf alle Fälle Beimischungen tätigen. Ich nehme jetzt noch eine Frage, die reingekommen ist zum Thema ESG. Das ist auch die Abschlussfrage. Bitte um ganz kurze Antwort. Wie lange wird uns der Themenbereich ESG-Kurs auftreibend begleiten? Kann die weltweit hohe Verschuldung dem Einhalt gebieten? Wer möchte? Ein Satz dazu. Das Thema ESG wird uns noch lange begleiten und auch kurstreibend sein. Die Gefahr eines flächendeckenden Greenwashings der Fondsindustrie und auch der Industrie halte ich für leider angebracht. Die Sorge darüber halte ich für angebracht. Eine Ergänzung noch? Als nordisches Haus, norwegisches Haus, muss ich natürlich sagen, dass uns das schon sehr lange begleitet und auch in Zukunft lange begleiten wird. Und wir sehen sehr, sehr starke Erfolge auch auf Unternehmensebene. Und das erfreut uns natürlich. Dann sage ich vielen Dank für Ihre Fragen zu der Marktdiskussion und vielen Dank für die Expertisen an unsere vier Experten. Bitte bleibt gesund. Ich freue mich hoffentlich, euch dann spätestens im Herbst oder Winter in Linz wieder persönlich zu sehen. Ja, damit schließen wir die Marktdiskussion und kommen zur Investment Story von Palfinger. Ich würde auch dieses Thema ganz kurz mit einer Umfrage starten. Ich bitte Sie einzublenden. Es wird Sie nicht verwundern, wer den öffentlichen Diskurs verfolgt hat, weiß, dass dem Herrn Klauser das Thema Impfen sehr am Herzen liegt. Er hat sich ja öffentlich exponiert und sehr dafür eingesetzt. Jetzt würde mich einmal interessieren, wer von Ihnen im Publikum ist denn schon geimpft? Eine kurze Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Bitte diese einzublenden. Sind Sie schon geimpft? Ja oder Nein? Ich glaube ja fast die Antwort zu kennen, aber schauen wir es uns mal an, dass wir es schwarz auf weiß haben. Wir diskutieren im Anschluss über Fakten. Ja. 86% sind noch nicht geimpft. Immerhin 14% geimpft. Herr Klauser, überrascht Sie dieses Ergebnis? Nein, leider nicht. Also auch herzlich willkommen hier seitens Palfinger zur realen Welt der Lifting Solutions. Zum Thema Impfung, ja, überrascht mich nicht. Es ist einfach hier wirklich ein sogenanntes Turtle Race passiert, wo eine Schildkröte versucht, die andere zu überholen, also jetzt auf Europa bezogen. Und wir sind leider das stark zurückgefallen. Deshalb haben wir uns auch das Thema selbst angenommen, haben also hier versucht, das selbst zu organisieren. Es ist zum Teil am Balkan gelungen und es gibt auch Good News, dass wir zu Beginn dieses Monats, Anfang nächsten Monats in Abstimmung auch hier mit der IV in Salzburg auch weitere Impfungen durchführen können. Warum machen wir das? Vielleicht nur ganz kurz als Background. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Impfrebellen sind oder ich ein Impfrebelle bin, sondern ganz einfach, um hier nachhaltig den Erfolg von Palfinger abzusichern, nachhaltig sicherzustellen, dass die Gesundheit der Mitarbeiter, die jetzt raus müssen in die Märkte, dass die das auch bewerkstelligen können, nicht nur sage jetzt Vertrieb, auch der ganze Servicebereich aufrechterhalten werden kann. Und da kann man sich nicht einfach zurücklehnen. Und wer mein CV kennt, ich habe doch fast 10 Jahre in den USA verbracht, in Chicago. Und das ist auch das berühmte Motto, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Und auch hier gilt das. Und sich zurückzulehnen und auf andere zu verlassen, war uns nicht ausreichend genug. Jetzt einmal unter uns gesprochen, wie oft haben Sie sich da geärgert über die Regierung, dass da nichts weitergeht? Ja, schon einige Male und wie gesagt, die Ansätze waren ja gut, das muss man auch sagen. Also auch wie hier die Sicherheitsmaßnahmen im letzten Jahr ausgerollt wurden, muss man sagen, Hut ab, sehr gut gemacht. Es ist nur dann irgendwo zwischendrin dieses Zurücklehnen, das Verlassen auf die anderen, ob das jetzt die EU-Institutionen sind etc., das hilft einfach nicht. Man muss hier Initiativen ergreifen und muss ganz klar, sage ich auch hier, seine Ziele verfolgen und da, glaube ich, sind wir in Österreich doch etwas zurückgefallen, weil wir uns einfach zu viel auf andere verlassen haben.
Ja, vielen Dank für diese Initiative. Sie haben sich auch öffentlich geäußert. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen auf dieses Thema? Hat man Sie angerufen von Seiten der Politik? Ich habe mich von vielen Seiten angerufen, auch vom Verband der Impfstoffhersteller. Also ich glaube, ich war fast niemand, der sich nicht hier irgendeinen Kommentar gemacht hat dazu. Es waren natürlich auch viele negative, wenn man versucht hat, das offizielle Statement hier auch aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite kamen dann über private, direkte Kanäle ganz andere Feedbacks, dass man das durchaus gut geheißen hat und dass man durchaus hier auch für diesen Weg den Balfinger eingeschlagen hat, den auch versteht und auch sicherstellen möchte, dass man also hier in Österreich handlungsaktiv ist, dass wir es auch hinaus in die Märkte gehen können und dass wir auch unser Geschäft machen können. Jetzt nochmal ganz ehrlich, ich glaube, knapp 40 Ihrer Schlüsselkräfte sind geimpft. War es schwieriger, als Sie gedacht haben, an diese Impfstufe zu bekommen oder dann doch einfacher? Na, es war schwieriger, weil man einfach auch aufgrund des Rechtsumfeldes sicher vieles beachten muss, aber auch, weil man ganz einfach hier von den Institutionen, die wir hier haben, nicht unbedingt flankierend unterstützt wurden, sondern eher versucht hat, das irgendwie noch schwieriger zu machen, noch kritischer zu machen, anstelle froh zu sein, wenn das Durchimpfungsniveau weiter steigt. Und wenn man jetzt hier sieht, 14% sind geimpft, im Vergleich jetzt vielleicht auch zu anderen Ländern, sind wir auch nicht unbedingt vorne dabei. Jetzt gab es ja ein zweites Thema, was Sie heuer schon sehr gefordert hat, neben Corona, auch ein aktuelles Thema. Sie waren ja Opfer eines Cyberangriffs und einer Cyberattacke im Jänner. Vielleicht können Sie das noch einmal ganz kurz skizzieren, auch darauf einzugehen, was ist denn da der Schaden, was ist dann wirklich hängen geblieben und wie man gelesen hat, haben Sie am Ende auch Lösegeld gezahlt, um sich dort zu befreien, ist das so korrekt? Also wir haben uns hier nach dieser Cyberattacke, sage ich mal, mit den Erpressern hier geeinigt. Wir fanden hier also eine Lösung, um hier möglichst rasch wieder handlungsfähig zu sein. Balfinger war nur 10 Tage wirklich hier blockiert und es war eine massive Cyberattacke aus dem Darknet, wo man so bis zu 100 Angreifer im Parallel hier bei uns eingedrungen sind. Die Sicherheitsmaßnahmen waren immer sehr hoch. Es ist einfach geglückt, hier an der schwächsten Stelle an einem Server im Norden Europas hier einzudringen und dann im Prinzip über das ganze Thema Homeoffice, Working Stations zu Hause hier mit einem Administrator-Passwort also einzudringen. Wir haben hier die Sicherheitsmaßnahmen weiter erhöht. Wir haben also hochprozentiges geschafft, im ersten Quartal hier eine Recovery darzustellen. Ich würde sagen 90%. Also wie gesagt, diese 10 Tage waren da nicht wirklich relevant. Aber es war sehr kritisch natürlich, weil hier wirklich die gesamte Infrastruktur blockiert wurde. Und vielleicht auch noch als kleines Learning hier. Also wir machen jetzt wieder stärkeres Monitoring über den ganzen Datenverlauf. Und wenn sich hier sage ich, diese Kurve von einer Standard-Datenbewegung abweicht, auch an einem Wochenende, was hier bei uns ja der Fall war, dann werden wir sofort also vom Netz genommen und sichergestellt, dass unsere Server hier nicht attackiert werden können. Wie verhandelt man mit solchen Cyberterroristen? Da gibt es Institutionen in Europa, aber auch vor allem in den USA, die sich auf dieses Geschäftsmodell als Broker hier fokussiert haben und spezialisiert haben. Und da gibt es also ein Unternehmen in den USA, das ist die Coveware, die sich hier damit beschäftigt. Das ist ein Ableger aus dem Sicherheitsdienst der USA, die ich aus der früheren Vergangenheit auch kenne. Und dort hat man sich dann als Plattform dann also hier arrangiert, um hier möglichst rasch wieder handlungsfähig zu sein. Und war das für Sie ein Abwägen, einfach Schaden nutzen? Ganz einfach. Ganz einfache Schaden-Nutzen-Rechnung. Ich meine, man kann es auch so sehen, wir haben natürlich hier viele Learnings gehabt und es gibt ja auch, wie Sie wissen, kann man das auch simulieren. Haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, vielleicht nicht so massiv und nicht wirklich 24 Stunden, 7 Tage. Aber das ist jetzt auch geglückt, diese Lücke zu schließen und wir sind sehr froh, dass wir das Ganze so gut bewerkstelligen konnten und dass wir also hier wirklich uns besser aufstellen können. Vielen Dank auch für Ihre transparenten Auskünfte diesbezüglich. Gehen wir ein bisschen tiefer in die Investment-Story der Palfinger rein und starten wir vielleicht ganz kurz mit der Strategie der Palfinger. Ja, grundsätzlich muss man mal eines sagen. Palfinger ist natürlich aufgrund des Produktportfolios in den verschiedensten Bereichen, also jetzt nicht nur so sehr Marine und Land sehr gut aufgestellt, sondern auch in den unterschiedlichen Märkten. Also wir sind aktuell über 60% in EMEA, natürlich hier die Kernmärkte Deutschland, Österreich,
Frankreich sehr stark. Aber der zweite Markt, das zweite Marktumfeld ist bereits Nordamerika mit über 20%, mit einem deutlichen Wachstum Richtung 25%, also ein Viertel des Umsatzes dort zu bewerkstelligen. Und da helfen natürlich all diese Tools, Infrastruktur, die berühmten beiden Milliarden helfen wir, werden auch viele Projekte vorangetrieben. In weiterer Folge natürlich auch der ganze Schwerpunktmarkt APEC und CIS, der sich ungefähr, sage ich mal, mit so gute 14% hier zu Buche schlägt. Und hier durchaus auch der russische Markt für uns, also im klassischen Ladekrambereich jetzt auch interessant ist, bis hin zu Forst und Recycling. Also hier immer im Premium-Segment angesiedelt, auch in China, hier auch entsprechende Profite erwirtschaften zu können. Und das ist uns sehr wichtig, hier wirklich im Premium-Segment. Also wir sind hier nicht, sage ich mal, der Pick-and-Carry-Kranlieferant, sondern wir sind wirklich im Premium-Segment, wo es geht um Hochhäuser, um spezielle Technologien und das in den Bereichen als Infrastruktur, egal ob das jetzt Land oder die Bauwirtschaft ist, bis hin die ganzen Bereiche Eisenbahn, Railway ist auch ein starker Bereich, also wo wir Plattformen liefern und dann nicht zu vergessen der Bereich Marine, wo natürlich jetzt das ganze Kreuzfahrtschiff-Business einmal stark nach unten gegangen ist, aber die Chinesen beginnen wieder zu bauen, da wird jetzt sicher der Stahlpreis auch ein bisschen auf die Bremse drücken, aber generell auch in diesem Segment gut aufgestellt zu sein. Und hier war es uns auch wichtig, Impfungen darstellen zu können für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir hier so 3- bis 5-jährige Serviceverträge haben. Und wenn wir die jetzt nicht abschließen, sind wir 3 bis 5 Jahre draußen. Aber das ist jetzt auch geglückt. Also die Kollegen haben es geschafft, da hinzukommen. Und ich denke, gerade all diese Themen haben gezeigt, also wie krisenresistent hier Palfinger ist. Und auch die Zahlen, und Sie haben es vielleicht auch letzte Nacht noch in den Ad-Hoc-Announcement gesehen, wo wir durchaus hier von einem sehr guten ersten Quartal reden können und im Jahr 2021 bereits wieder den 2019er Umsatz von 1,75 Milliarden anpeilen. Also Sie geben schon einen sehr optimistischen Ausblick an. Vielleicht reden wir ganz kurz noch ein bisschen zum Thema Finanzierung, wie die Palfinger aufgestellt ist und eben auch diesen Ausblick, was Finanz- und Ertragskennzahlen betreffend sind. Wie gesagt, auf der Basis, also dieser Diversifikation, die wir in den Märkten haben, gibt es natürlich welche, die besser und schlechter sind. Die Bauwirtschaft ist hier ein Haupttreiber, das haben wir auch vorhin schon gehört, schlägt sich auch hier durchaus positiv zu Buche. Rückblickend jetzt auf 2020, ist es auch gelungen, hier aufgrund dieser weiteren, sage ich mal, Kostenstrukturanpassung auch die Nettoverschuldung auf knappe 400 Millionen von über 500 Millionen auch runterzubringen. Das ist auch ein sehr wesentlicher Teil hier, um stabil agieren zu können, auch mit dem Cashflow mit über 170 Millionen Euro hier im Jahr 2020 rausgehen zu können. Das heißt, auch wenn es notwendig ist, notwendige Investitionen bis hin, ja, vielleicht auch Übernahmen abbilden zu können, all das hat sich also im letzten Jahr als sehr positiv erwiesen, dass wir also diese Initiativen gesetzt haben im März 2020, war natürlich auf Basis der Learnings, die wir hatten aus China, nachdem wir in China seine Heavy Industries sehr gut verankert sind, haben wir dort so viel lernen können, sind dann auch in die ganzen Modelle 3 Monate Kurzarbeit reingegangen, hatten im letzten Jahr auch nicht nur die 10 Tage bei der Cyberattacke, auch 10 Tage während Corona diesen Shutdown gehabt, um hier also die ganzen Systeme, um die Produktion entsprechend auch neu aufzustellen, die Supply Chain sicherzustellen, also dass die Lieferketten nicht abreißen mussten, hier natürlich in diesem volatilen Marktumfeld viel agieren, hat auf der anderen Seite natürlich wieder höhere Aufwände, höhere Kosten hervorgerufen, aber grundsätzlich konnten wir aufgrund dieser Geschäftsmodelle sehr stabil durch das Jahr 2020 kommen. Wenn wir mal über das Jahr 2021 sprechen, Sie haben sich eben, wie Sie selbst gesagt haben, in der gestrigen Aussendung sehr optimistisch gezeigt, auch was den Umsatz betrifft für das Gesamtjahr. Woher kommt das Wachstum und woher kommt die Verbesserung der Margen? Das Wachstum kommt ganz einfach auf die Situation, dass der Auftragseingang in der Bauwirtschaft nach wie vor sehr stabil ist. Also das heißt, die Infrastrukturprojekte, und die wurden ja nicht nur in Österreich getriggert, auch in Deutschland, Frankreich, die im letzten Jahr initiiert wurden, die schlagen sich jetzt zu Buche, dass also unsere Kunden, unsere Händler hier weiter
investieren in Hebezeuge, in Hebeprodukte. Das ist das eine. Das zweite ist einfach hier, dass wir mit in der Supply Chain sehr langfristige, gute Verträge mit unseren Lieferanten, was Komponenten, aber auch Rohmaterial betrifft, zu Buche geschlagen hat. Wir haben natürlich jetzt diesen Impact dann, sage ich, für das dritte Quartal, was jetzt also weitere Themen betrifft, Rohstoffpreise. Aber auch das hat man relativ, sage ich mal, jetzt gut in den Griff bekommen. Und all diese Themen aneinandergereiht, also stimmen uns durchaus optimistisch. Die Frage wird nur sein, wann kommt das Marinegeschäft jetzt im Schiffsbau, mit unseren Davids, mit unseren Rettungsbooten wieder zurück. Das ist natürlich eine Frage, die wir uns stellen. Aber wie gesagt, nachdem die anderen Treiber sich so positiv entwickeln, sind wir durchaus, sage ich mal, über diese positive Entwicklung, von dieser positiven Entwicklung überzeugt. Sie haben ja gerade im Marinebereich in der Vergangenheit zugekauft und auch dort eben wieder versucht, weiter zuzukaufen. Sind all diese Unternehmen konsolidiert und ist das auch ein Ergebnis der Marge, was man jetzt sieht? Genau, es sind im Prinzip aus diesen zugekauften Unternehmen sind im Prinzip 6 Product Lines übrig geblieben im Marinebereich, die voll integriert sind, die auch durch die Palfinger Organisation, durch die globale Organisation, die wir mit Beginn 2019 ausgerollt haben, auch in der Effizienz zusammengeführt. Das sind keine eigenständigen Unternehmen mehr im Sinne von jeder macht, was er will und hier diese Effizienz weiter zu heben, haben wir das im Backbone, im Center of Excellence, in den gemeinsamen Nenner zusammengeführt. Da kommen die ersten Resultate, positive Entwicklungen heraus, ob das jetzt der Windkran ist. Sie hernehmen, jedes Windkraftwerk offshore braucht 2 Palfingerkrane. Gerade wieder mit Siemens einige Projekte gestartet, sind in den Nordamerika dabei, an der Ostküste hier an diesen Windparks, also mit zu partizipieren. Das ist aber alles noch, sage ich mal, in dem aktuellen Geschäftsmodell 2021 noch gar nicht abgebildet. Aber hier gibt es also keine Verlustträger mehr. Ich würde gerne mit Ihnen über 2 Märkte und Regionen sprechen. Wir haben vorher über das Thema Ukraine-Russland gesprochen. Sie sind ja in Russland sehr, sehr aktiv. Ich weiß auch aus der Vergangenheit, Ihnen sind durchaus auch Sanktionen, glaube ich, sogar entgegengekommen, weil Sie sehr autark dort produzieren konnten und de facto wie als Inlandsproduzent galten. Ist das korrekt oder hat sich das Bild in Russland verändert? Ja, wir sind nach wie vor, sage ich mal, gesamt gesehen, ungefähr mit 6% unseres Umsatzes wird in Russland erwirtschaftet und jegliche Abschottung, ja, haben Sie recht, mit Ihrer Einschätzung hilft uns, weil wir lokal sehr stark aufgestellt sind. Wir sind also lokal auch mit den 2 größten Lkw-Herstellern sehr stark verbunden. Das ist zum einen Kammers, zum anderen die Gasgruppe, die jetzt auch in Österreich immer wieder in den Medien war in den letzten Tagen. Stichwort Steyr. Stichwort Steyr, genau, sind also hier sehr gut aufgestellt. Und haben auch gesehen, dass uns durchaus eine Rubelabwertung, sage ich mal, derzeit nicht schadet, weil der lokale Content bis hin zum russischen Stahl gewährleistet ist. Da würde ich ganz kurz über China sprechen. Da gab es ja vor Jahren sehr ambitionierte Pläne, die letztlich in einem Joint Venture mit Sany geendet sind und auch mit einer Überkreuzbeteiligung, die sich mittlerweile, glaube ich, wieder etwas anders darstellt. Wie ist da die Situation? Wie ich eingangs erwähnt habe, ist unser Fokus ganz klar bei Premium-Produkten. Also wenn Sie heute hernehmen, High-Speed-Train, Peking, nordwärts, wenn Sie dort die Maintenance, das Maintenance-Equipment sich ansehen, dann sind das also die Palfinger-Plattformen, die hier auf den Waggons montiert sind, um hier die Oberleitungen zu reparieren etc. Ja, da sind wir sehr stark, da wachsen wir auch weiter, auch bei den Hightech-Kränen im Premium-Segment. Wo wir uns jetzt eher zurückgezogen haben, sage ich, ist das Wald- und Wiesenprodukt der Krane, sage ich, chinesischer Bauart. Da kann man nicht konkurrieren. Da gibt es also auch keine großartigen Technologien, um sich von anderen abzuheben. Da zählt letztendlich der Preis. Und das ist eher der Teil, den der chinesische Partner bzw. chinesische Mitbewerber abdecken. Das läuft auch sehr gut. Deshalb haben wir gesagt, okay, diese, sage ich mal, 4, 5, 6% des Umsatzes in China, das werden wir stabil halten. Wir erwarten aber dort kein weiteres großartiges Wachstum, wie man das vielleicht in der Vergangenheit beabsichtigt hätte, sondern fokussieren uns auf unser Kernsegment Premium-Produkte. An das Publikum, wir befinden uns in den letzten 5 Minuten. Sollten Sie Fragen an den Herrn Klauser haben, zögern Sie nicht, schreiben Sie in den Chat hinein. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen oder Kommentare anzuführen.
Herr Gauser, vielleicht ein bisschen zu dem Thema, weil Sie gesagt haben, wir haben jetzt über Märkte gesprochen. Vielleicht reden wir ganz kurz über Innovationen. Gibt es was in der Pipeline, was Sie uns schon verraten können oder auch etwas, auf was Sie besonders stolz sind? Worauf sind wir besonders stolz? Also wir haben einfach dieses Covid-Jahr, sage ich mal, letztes Jahr wirklich gut überstanden. Wir konnten durch eine Mitarbeiteranpassung von 350 das Thema Kostenstruktur auch anpassen und konnten auch sämtliche Innovationen, und das war ja zuerst das Thema auch Drohne, wie Sie ja wissen, haben wir auch die Struck Inspect, also ein Gebäude- und Brückeninspektionssystem, also das Drohnen unterstützt, hier Analysen, Voranalysen, Bilder etc. abnehmen kann und die dann eine künstliche Intelligenz zuführt, die dann in der Auswertung hilft. Ja. All diese Projekte konnten und haben wir vorangetrieben. Also wir haben hier auch im Innovationspart nicht zurückgeschaltet. Und das ist natürlich bedingt auf der einen Seite durch die gute Cashflow-Situation, aber auch durch die Profitabilität von 100 Millionen EBIT, die wir letztes Jahr abbilden konnten. Herr Klauser, da gibt es eine Frage an Sie konkret von der Frau Kravarek. Werden Sie die Margen halten können? Welche Risiken sehen Sie für 2021 und 2022? Ich gehe davon aus, dass wir die Margen halten werden können, also sogar eher Richtung diese Double-Digit-Erlöse gehen werden können im EBIT-Bereich. Davon gehe ich aus. Risiken sind jetzt sicher mal, jetzt sage ich, das Gesundheitsrisiko per se. Also sollten da jetzt noch großartige Wellen an Covid kommen, mutierten Viren kommen, wo wir wieder Lockdowns haben, wo die Supply Chain vielleicht abreißt. Und hier sind wir natürlich stark auch abhängig von unserem chinesischen Partner, aber auch vom oberitalienischen Raum, was Hydraulikkomponenten betrifft. Das konnten wir bisher alles gut abfedern. Da sind gewisse Risiken natürlich drinnen. Sonst im Prinzip aufgrund der Situation wie Palfinger aufgestellt ist in der Diversifikation, sehe ich eigentlich keine Risiken. Vielleicht kommen wir ganz kurz noch zur Aktie. Die Palfinger-Aktie hat sich heuer sehr gut entwickelt. Sie ist hier zu date über 37% gestiegen. Im Vergleich dazu der ATX knapp 15%. Auch wenn man sich die Einschätzungen der Analysten ansieht, die aktuellen Analysen sehen eine Range zwischen 34 und 45 Euro. Was würden Sie weiterhin als Treiber für die Palfinger-Aktie sehen? Die Palfinger-Aktie wird sicher durch das getrieben werden, also dass wir Monat für Monat, Quartal für Quartal unsere Ergebnisse bringen. Das ist auch etwas, was ich hier vom Finanzplatz Amerika gelernt habe. Under promise, over deliver. Ja? Also ich glaube, das ist einmal ein sehr wesentlicher Teil, wovon Sie ausgehen können. Der zweite Teil ist auch, dass wir diese Vorteile der Digitalisierung, wo wir innovationstechnisch schon weit vor dem Mitbewerb sind, auch mit der ganzen Sensortechnik, dass uns das auch weiter noch in die Hände spielen wird. Und das Thema dann, was in Richtung Nachhaltigkeit zielt, also diese Windparks offshore, wo wir so viele Krane hier liefern können, all diese Themen machen mich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft hier eine positive Entwicklung der Palfinger-Aktie vielleicht sogar über das Ziel hinaus haben werden. Herr Klauser, ich komme zur Abschlussfrage. Sie haben sie mir mehr oder weniger aufgelegt. Sie haben vorher Stichwort Steyr angesprochen, MAN, ein Thema, was sehr emotional aktuell nicht nur in den Medien, sondern auch vor Ort diskutiert wird. Jetzt sind Sie doch durchaus auch ein Profi und kundig dieser Gegend und dieser Branche. Wie würden Sie das Thema einschätzen? Wird es dort eine Lösung geben zum Fortbestand dieses Werkes oder ist man mit der Ablehnung des Angebots von Sigi Wolf jetzt ein sehr hohes Risiko eingegangen, dass es keine Lösung gibt? Also man ist einmal ein sehr hohes Risiko eingegangen, keine Frage. Diese Ablehnung hat sich nicht gegen den Herrn Wolf gerichtet, sondern gegen das MAN und die Vorgangsweise von MAN, Standortvertrag, den einseitig zu kündigen, ohne Ankündigung etc. Vielleicht auch für Sie zur Information, wir überlegen ja auch, unsere Lackierkapazitäten weiter auszubauen und nachdem wir hier viele Komponenten aus unserem Werk in Maribor bekommen und die dann quasi nördlich hier Richtung Lengau-Köstendorf, Salzburg transportiert werden und hier lackiert werden, ist auch die Überlegung, ob wir dort nicht in die Lackieranlage einsteigen, also dem Thema Fahrerhauslackierung, MAN wäre auch für Palfinger interessant, deshalb sind wir auch in dieser Gruppe da durchaus immer wieder auch mit einem Auge beziehungsweise mit einem gewissen Fokus dabei. Ich denke, es liegt jetzt daran, seitens der Politik hier die
handelnden Personen noch einmal an den Tisch zu bekommen, ja, und hier wirklich einmal eine offene Diskussion zu führen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand einsteigt, wenn er weiß, dass die Kosten 15 bis 25% über dem Niveau liegen. Und das ist leider aktuell die Tatsache, ja, dass 25% über dem KV, das durch, der durchschnittliche Lohn der Mitarbeiter dort, das zerstört auch das gesamte Lohngefüge der Region. Auf der anderen Seite 2000 Arbeitsplätze, die man nicht hat, bedeutet 6.000 bis 8.000, je nach Einschätzung, nachgelagerte Arbeitslose, die es im gesamten Umfeld gibt. Also das kann man sich in der Region wahrscheinlich nicht leisten, möchte man sich auch nicht vorstellen. Und ich glaube, dass aus diesem Grund die alle Verhandlungspartner durchaus noch einmal an den Verhandlungstisch zurückkommen also werden. Sie sind mit Ihrer Gruppe nach wie vor gesprächsbereit? Wir sind nach wie vor gesprächsbereit, aber Mindestmaß Kosten minus 15% in der Produktion und bei den, sage ich mal, bei dem Bereich Arbeiter müssen die Kosten deutlich runter. Herr Klauser, ich danke Ihnen für das Gespräch. Schöne Grüße nach Salzburg. Ihnen, liebes Publikum, danke ich auch. Danke für Ihre Fragen. Danke, dass Sie uns die 60 Minuten Ihrer Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 9. November bei unserer nächsten Roadshow in Linz dann auch persönlich sehen. Ich hoffe vielleicht auch bei einem Glas Bier oder Glas Wein. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, die Bullen sind Ihnen allen gut gesinnt. Herzlichen Dank. Alles Gute. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Wir sehen uns.